Um da mal wieder so einen Vorrat an Jagdmessern zu machen oder an Steinmessern für meine Jägerin. Sieben Stück sollten sie erstmal über den Winter bringen. Oh, Werkstatt 2 freigeschaltetes Gebäude. Wie weit unterscheiden sich die normalen von den abgegradeten eigentlich? Können die dann mehr Sachen oder sind die einfach nur größer und sehen optisch ein bisschen schicker aus? Aber die Frage ist eher, wenn ich meine Fähigkeit hier mit dem Abriss mal haben sollte, ob es sich lohnt, die normale Werkstatt dann abzureißen und die zweite dafür aufzubauen, also die Stufe 2 Werkstatt. Kann man mehr Mitarbeiter reinstellen? Ah ja, verstehe. Das klingt nachvollziehbar. So, Friendos, bringe dir Steinmesser zum Arbeiten. Könntet ihr auch mit dem Bogen was anfangen eigentlich? Berechtigte Frage. Inventar, Verwaltung, Häuser, Jagdhütte. Wir brauchen nur Messer. Ich dachte, die können wir vielleicht auch mit anderen Sachen ausstatten. Aber dann kann es jetzt wieder an die Arbeit gehen. Und ich muss einen Schluck trinken, damit er nicht vom Fleisch fällt. Und ich glaube, ich habe einen Eimer dabei, den mache ich jetzt mal wieder voll. Hm, lass mich mal bitte kurz ran. Verwenden. Ne, ich habe keinen Eimer dabei. Dachte, ich hätte einen dabei gehabt, dann trinke ich einfach so. Soll genügen. Danke fürs Platz machen. Ich baue die nächste Hütte. Natürlich dummer. Mein Eisenhammer ist kaputt, der hat aber jetzt auch nicht so lange gehalten, wie ich dachte, dass er halten würde. Aber ich habe ja glücklicherweise bei der einen Aufgabe noch einen zweiten bekommen. Aber Hammer verschleißen schneller als man denkt, ja. Genau, und ich habe relativ viele Stücke jetzt natürlich für die Messer wieder bearbeitet, dass meine Jägerin weitermachen kann. Aber das ist halt einfach priorisiert, was zu futtern ranzuschaffen, anstatt zu viel neue Häuser erstmal zu bauen, die man gerade zwar gerne haben wollen würde, aber nicht dringend braucht. Aber ich glaube, in der Übersicht der Nahrungsbedarf immer noch gut gedeckt mit 1136 Einheiten. Technologie, Grabungsschuppen. Könnte man diverse Sachen holen. Holzregale, Langzaungatter, Lattenzäune. Und da geht schon immer noch gut was voran. Die Fischhütte. Gibt es hier Fischgründe eigentlich in der Nähe, die sie erreichen könnten? Auch die Tierübersicht. Oh, weiß nicht, ist schon weit. Von hier nach da zum Angeln zu gehen. Aber auf Fisch werden sie erstmal verzichten müssen. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Hast du noch Steinäxte? Ja, du hast noch genug Arbeitsmaterial, das ist brav. Sieben Stück sollten mir, glaube ich, reichen. Ja, hier einfach ein Säckchen könnte ich meiner Feldarbeiterin in die Truhe legen. Und die könnte mal wieder eine neue Hacke auch gebrauchen. Fügt sie die noch dazu? Ist zwar nicht mehr ganz so frisch, aber damit kommt sie auch noch ein bisschen weiter auf jeden Fall. So, Stämme brauche ich gar nicht mehr so viele. Irgendwo oben, glaube ich, war nur noch einer übrig. Gucken wir mal rein. Hier war noch ein Stamm, da war noch ein Stamm.
Ja. Ja. Der Rest sind fehlende Stecken oder Stöcke. Sehr fein. Okay. Sammeln wir hier noch, was uns die Natur so gibt, an Zweigen, Ästen, Steinen und so weiter auf. Füllen damit auch noch ein bisschen den Stockvorrat auf. Was nicht ins Haus reingeht, kommt dann eben in die nächsten Zaunabteile rein. Und es braucht bekanntlich noch relativ viel mit dem zweiten Zaun. Von dem Feld habe ich noch gar nicht begonnen. Da wird noch einiges übrig sein. Dann könnte ich tatsächlich auch mal wieder ein, zwei Bäume umfallen, um mit meiner Produktion hier weiterzukommen. Also besser gesagt, in meiner Fähigkeit bin ich ja hier echt noch gar nicht gut. Also bei der Gewinnungsfähigkeit habe ich hier Stufe 2. Das ist echt noch nicht so wahnsinnig viel. Wenn die Stufe 2 ist, ich glaube schon. Ab hier 347 von 500 Punkten. Und ich glaube, die bekomme ich nur aufgelevelt beim Fällen von Bäumen und Bergbau und Graben. Das ist eins dieser drei Tätigkeiten, muss ich mal weitermachen, um da noch weiter in dem Skill voranzukommen. Sich da schlagen lassen ist immer ganz schlau. Kann ich mir die Holz... Teile mitnehmen, da gibt es ja dann auch ein paar Stecken, die dann mit runterfallen. Ich habe schon mal geguckt gehabt, 360. Ich muss dann nochmal komplett gucken, was mir so ein Baum gebracht hat. Das ist ein Stock. Es hat gerade irgendwie ausgesehen wie ein Pilz im Winter. Okay, Fähigkeiten nochmal. Machen einen Check. 370 glatt. Was bringt mir einen Baum zu fällen? Ein Baum zu fällen hat mir gebracht 11 Punkte. Da muss ich schon noch ein paar ranholen. Ich glaube, die Stämme von zwei Bäumen kann ich auch noch gut tragen. Danach sollte ich mal wieder zum Lager gehen. Oder wahrscheinlich dann schon wieder schleichen. Obwohl es geht noch, hält sich in Grenzen mit dem Gewicht. Okay. Back in the Hood. Gucken wir, dass wir die Hütte dann fertig gebaut bekommen. Aber ich glaube, ich habe deutlich mehr Stecken jetzt bekommen, als ich brauche. Und dann kann ich die Hütte fertig bauen und könnte eventuell auch noch mit einer zweiten beginnen. Ich habe genug Jobs, ich habe genug Essen, ich habe genug Trinken, Feuerholz. Bin eigentlich gut ausgestattet in meiner, in meinem kleinen Dörflein. Dörflein, das ist ja noch ein Bauernhof. Das sind ja echt noch sehr überschaubar, was hier bis jetzt steht. Kann ich gleich mal gucken, bauen, Gebäude, Häuser. Passt hier noch eins irgendwo hin, weil ich glaube, ich werde dann eher nach unten oder noch weiter nach oben gehen müssen, um neue Gebäude ran zu kriegen. Ich glaube, hier habe ich nirgendwo mehr eine Chance. Hier ist es einfach zu hügelig. Egal, eins nach dem anderen. Bauen wir erstmal das zu Ende. Da fehlt nicht mehr so viel.
Jawohl. Und dann müsste das letzte Element gewesen sein, oder? Ja. Das letzte Element, dass wir das Häuschen fertig haben. Okay, dann kann ich überlegen, wo könnte ich noch neue Häuser hinbauen. Das hier ist alles viel zu felsig. Hier wird überall gegraben, sehe ich gerade. Eventuell könnte hier noch eins Platz haben. Aber das sieht eher schlecht aus tatsächlich. Nee, kommst du nicht ran. Vielleicht hier hinten noch, aber hier hinten ist es dann schon sehr auch unwegig. Also müssen wir weiter nach unten gehen, es hilft nichts. Uns ein bisschen ausdehnen. Und damit er nicht ab vom Scheiß vom Schuss wohnen muss. Gibt's auch einen Weg zu deinem Häuschen. Oder zu dem neuen Häuschen in Spee, besser gesagt. Die Stämme, die ich gerade abgearbeitet oder gesammelt habe, gefällt habe, wie auch immer man es nennen möchte, beides ist, glaube ich, richtig. Kommen gleich zum Einsatz. Eventuell waren es auch genug. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob ich ausreichend Stroh noch übrig habe, um das Dach fertig zu bauen. Könnte sein, dass das auf den Frühling warten müsste. Bis ich wieder neues Ried sammeln gehen kann oder eben eigenes Stroh durch das Schlagen von Korn oder Dreschen von Korn besser gesagt zusammenbekommen. Naja, diesmal gehen wir die Stämme aus, aber Stöcke habe ich noch genug, die verbastel ich alle erstmal drumherum. Stämme kann ich nachholen. War eine coole Aussicht hier aus dem neuen Häuschen raus, muss man ihm lassen. Ein bisschen Blick in die Lande auf so einen kleinen Hügel ist doch schick. Würde ich auch wohnen. Also Stecken werden mir definitiv ausreichen. Daran scheitert es hier nicht. Ein bisschen Stroh habe ich noch einstecken gehabt. Viel war es nicht. Also ich brauche neues Stroh. Holzstämme. Ja. Stroh und Holzstämme. Das ist, was ich hier noch ranholen muss. Mal schauen, wie viel davon noch im Ressourcenlager zu finden ist. Das wird jetzt auch wieder ziemlich finster. Also, ich habe hier noch 68 Stroh. Was hatte ich gesagt? Brauche ich noch Stroh und Stämme. Ich muss hier mal die Verteilung wieder ein bisschen ändern, glaube ich. Der macht mir hier gerade zu wenig Holzstämme. Aus Holzstämmen kannst du alles relativ schnell hier herstellen. Fix und fertig ist er, schnauft er sich ein Wolf. Geben wir ihm einen kurzen Moment, wenn er den Rahmen fertig gebaut hat, kann ich was trinken. Und offensichtlich habe ich nicht genug Stämme dabei, schade. Aber das Dach kann ich zumindest noch mit Stroh, beziehungsweise ja doch Stroh decken. Dass mir dann nur noch wahrscheinlich 4 Holzstämme fehlen, um ringsherum noch diesen Abschluss vom Dach unten ranzubauen.
Gut. Raus geht's hier. Und 4 Stroh müsste ein Baum sein. Den könnte ich mir eben noch hier hinten umbauen. Fähigkeiten habe ich jetzt mittlerweile 3,99 von 500. Naja, es wird. Baumfeld, Lampe. 1, 2, na, werden doch 2 Bäume sein. 3, war leider keiner, wo 4 Stämme rauskommen. Ich glaube, das macht nur der Ahorn und nicht die Fichte. Baumfeld. Nicht erschlagen lassen vom Baum, Leute. Kann auch passieren, ist mir schon passiert. War nicht tödlich, aber hat mir einen großen Teil meiner Gesundheit doch mitgenommen. Dinge, die passieren können und nicht unbedingt passieren müssen. Das stimmt, einmal hat es mich tatsächlich richtig erschlagen. Hat Verena gerade den Einwurf gebracht. Ich glaube, einmal bin ich auch daran gestorben. Das kann gut sein. So. Bauarbeiten abgeschlossen. Wir haben es 21.21 Uhr im Spiel. Letzter Tag des Winters. Erster Tod in Valheim war auch ein Baum. Ja, ich glaube, meiner auch da. nee, mein erster Tod war ertrinken. Weil ich der Meinung war, ich kann übers Wasser. Und kann mir da auf dem anderen kleinen Inselchen da so ein Hütchen hinbauen. Und dann wollte ich durchschwimmen und habe gemerkt, oh fuck, das braucht irgendwie Ausdauer oder irgendwas. Und dann ja, war es halt dahin, ne? Bin ich gar nicht so weit gekommen. So, sammeln hier noch ein paar Zweige. Dann noch, solange ein bisschen restliches Tageslicht übrig ist, am zweiten Zaun weiter pushen. Und guck an, die setzen sich da tatsächlich hin. Das ist ja cool. Da habe ich ihnen das Feuer zum Glück nicht umsonst gebaut. Das heißt, wenn ihr das benutzt, das mag ich. Sitzgelegenheiten. Dann gönne ich noch mal so eine Bank hier. Könnt ihr euch hier in Ruhe ums Feuer verteilen. Sehr schön, das mag ich tatsächlich sehr. So Kleinigkeiten, wenn das dann die NPCs auch wirklich nutzen und es nicht nur halt als Landschaftsdeko rumsteht, hat es tatsächlich sehr viel. So, das restliche Tageslicht nutze ich noch, um den Zaun ein bisschen voranzutreiben. Mit der irgendwann nächstes Jahr sprichwörtlich hier im Spiel fertig wird. Dann muss ich mal gucken, was ich auf den Feldern sehen lassen kann. Im Frühling gehen ja wieder andere Sachen als jetzt im Herbst und so weiter und so fort. Das Management von der Landwirtschaft habe ich noch nicht so ganz raus. Also zumindest ist so dieses Automatisierte. Wenn ich eigenständig hingehe und das Ganze umpflüge und so weiter, da blicke ich dann schon eher durch und gucke halt, was geht nicht. Aber wenn ich das automatisiert haben möchte, dass das die Landarbeiterin von alleine macht, gibt es ja so ein Fenster oben, wo du einteilen kannst, was wo wie gepflanzt wird. Das ist mir so gewesen. Aber ich habe noch nicht genug drinnen, was zu welcher Jahreszeit geht und was nicht geht. Und was vor allem sinnvoll ist und was sich weniger lohnt. Aber ich glaube, Kohl ist ganz lohnenswert. Kohl bringt auf jeden Fall, wenn man es verkauft, Kohlsuppe relativ gut Geld ein. Das heißt, ich würde viel Kohl anbauen, wenn Kohl geht. Aber ich komme tatsächlich weiter, als ich dachte hier. Aber das ist dann damit auch das letzte Zaunabteil. Für mehr erreicht es dann hier nicht mehr. Nochmal am Brunnen vorbeigehen, einen Schluck trinken.
bisschen was zu essen aus dem Ressourcen, aus dem Lebensmittellager mit einpacken. Und ja, dann geht's ins Bett quasi. Trinken. Am Feuer ist auch nichts mehr los, aber ist ja auch schon 23.20 Uhr. Weizen, Hauptanbau und ansonsten Hafer und Flachs, also Leinsamen, das sind die Basics, für die man für Backen braucht, Tierfütter und so weiter, dann erst später. Ich hatte tatsächlich in meinem Kopf so die Idee von viel Kohl anzubauen, um halt Kohlsuppe oder was auch immer das dann ergab, zu verkaufen, um ein wenig Profit zu machen. So war da meine Herangehensweise, also den größten Teil von der Kohlsuppe herzunehmen und zu verkaufen. Weil ich gerade noch nicht anderweitig weiß, was Sinn macht an Geldeinnahmequellen. Satt ist er. Weizen, Roggenhafer und Flachs. Na gut, lege ich trotzdem mal ein Augenmerk drauf. Aber dann habe ich noch 2300 Münzen übrig. Wir gehen schlafen bis zur nächsten Jahreszeit und schauen, ob ein Event passiert. Welchen wir nochmal? Wenn du große Felder hast, bekommst du von den Getreiden eh mehr als genug, die du dann auch verkaufen kannst. Man bekommt durch den Anbau super viel. Ah ja, okay. Na dann werde ich da mal... Haben wir ein Event im Jahreswechsel? Nein. Schade. Hätte ich jetzt tatsächlich gut gefunden. Oh, mein Baby ist disappeared. Ich muss Steuern bezahlen. Knappe 1000. Oh. Ja. Würde ich aber vermutlich selber machen gehen tatsächlich, weil ich... Weil ich auch gucken möchte, ob und wie und was an neuen Arbeitern ich hätte. Okay, dann Verwaltung. Verwaltung meiner Felder. Pflanzart ändern. Was geht jetzt nochmal wann? Nochmal checken. Wir haben Frühling, wir haben Medieval Dynasty. Feld Landwirtschaft. Damit ich mir das merke. Im Frühling Leinsamen, Weizenhafer, Mohn. So, Weizen. Weizen. Machen wir das mal so. Machen wir über zwei Dinger Weizen. Pflanzart ändern. Pflanzenart ändern. So. Weizen, dann zwei Felder. Flachs. Ich mache das hier, zwei Felder Flachs und da oben drei Weizen, das macht mehr Sinn. Pflanzenart ändern, Weizen. So. Dann mache ich ein komplettes Feld voll mit Weizen. Weizen ist immer tatsächlich gar nicht so verkehrt. Jupp. Bestätigen. Und auf dem zweiten Feld habe ich hier noch Weizen im Wachstum. Und zwei unbesäte. Weizenhauptanbau, ansonsten Roggenhafer und Flachs. Roggen geht im Herbst. Flachs bzw. Leinsamen würde gehen. Oder Kohl auch. Doch, dann mache ich ein Feld mit Kohl noch voll tatsächlich. Dann kann ich nämlich ein bisschen Suppe kochen. Da habe ich Bock drauf. So, ein Kohlfeld. Und eventuell muss ich dann einfach neue noch machen.
Kann ich die Übersicht hier eigentlich sehen, wie groß die sind? Feld 2 hat 18. So. Pflanzenart ändern. Ja. Habe ich so viel Weizensamen übrigens? Übrigens vor allem überhaupt wäre die Frage. Mal in mein Ressourcenlager gucken, ob da so viel übrig ist. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Weizensamen. Weizenkorn. Weizenkorn sind aber keine Weizensamen, oder? Würde ich behaupten, nach Namen sortiert. Oder hat die meine Feldarbeiterin sich schon geholt? Weizenkorn. Was ist der Unterschied zwischen Korn? Ist das geerntete? Samen ist das ungeerntete wahrscheinlich. Rüstung hätte ich mir aussparen können, da wird irgendwie auch nichts drin gebaut. Keine Ahnung. Sehr seltsam. Vielen Dank, Fraster. Hier könnte ich doch Korn dreschen. Korn ist zum Sehen oder für Mehl? Also dann doch. Ach, normales Weizen ist das geerntete. Ah, okay. Hier fehlt mir noch das Schema, das kaufe ich mal. Aber ich habe natürlich keinen Weizen. Das heißt, wenn ich möchte, dass hier genügend Weizen unbesät. Wenn ich noch mehr Weizen haben möchte, müsste ich Weizenkörner haben. Und natürlich hier Korn. Kohl wollte ich hier hinbauen. Moment, das ist das zweite Feld. Verwaltung. Da bin ich doch gerade. Das ist das erste, glaube ich. Da wo... Nee. Da steht schon was, dann ist das das Kleine. So. Dann soll hier nur Weizen hin. Okay, dann wird das mein Weizenfeld und da drüben kommt der Kohl hin. Und ich habe irgendwo Kohlsamen, aber dann könnte ich Kohl auch selber aussehen. Und noch ein paar Landwirtschaftspunkte dazu bekommen. Hier habe ich doch so ein Säckchen hier irgendwo, Säckchen. Muss ich die im Inventar haben eigentlich? Wahrscheinlich schon, ja. Da bin ich echt noch so ein bisschen unbeholfen. Kohlsamen nehme ich alle mal mit. Hier sind 10 Stück drin und ich weiß nicht, ob ich den ganzen anderen hier rein habe oder nicht. Also ich meine, meine Feldarbeiterin holt sie sich eh die Sachen von da, wo sie es braucht. So ist es ja nicht. Oh, Kohlsamen habe ich sehr viel sogar. Aber das sollte mir reichen, mehr als genug. Karottensamen, Weizenkorn. Korn ist zum Sehen oder für Mehl. Dann müsste das ja eigentlich genügen, hoffentlich. Feld, ich hätte gerne Kohlsamen. Ich möchte Kohl aussehen. Bist du mit den Kids im Garten nächstes Jahr? Dann viel Spaß mit deinen Kids im Garten. Bei mir geht es vermutlich am Abend auch nochmal einen zweiten Teil hier. Ist noch nicht ganz raus. Denke mal, so eine Stunde in etwa. Kann ich noch dreiviertel Stunde, Stunde sowas in etwa. Dann machen wir uns langsam auf Richtung Kino. Dir viel Spaß auf jeden Fall im Garten. Bei uns ist heute kein schönes Draußenwetter. Eher feucht und trüb. Ich weiß nicht, manchmal stelle ich mich da ein bisschen unbeholfen an bei diesem ganzen Aussehen. Das ist irgendwie seltsam. Den zweiten Teil von Avatar. Um 16:30 in 3D. Na, krieg ich's jetzt hin? Ich weiß nicht, ich finde da fehlt mir ein bisschen manchmal die Orientierung.
steht zwar da, wo was unbesät ist und so weiter, aber so ein bisschen blöd stelle ich mich da trotzdem manchmal an. So. Habe ich den Kohl ausgesät. Meine Lugarda, nenne ich Lugarda, meine Leopolda. Ach ne, ich habe ja gewechselt, es ist ja noch gar nicht mehr Leopolda. Es ist jetzt ja Grimilda, die neue Landarbeiterin geworden ist. Kohl, 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 Weizen, 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 Kohl, das müsste dann jetzt passen. Okay, dann kann ich meine Steuern bezahlen gehen. Und gucken, ob da vielleicht noch der ein oder andere nützliche Arbeiter zu finden ist. Aber jetzt nochmal eine Frage an die Leute, die ein bisschen mehr Plan von dem Spiel haben als ich. Wenn ich jemanden einstelle oder bitte in mein Dorf hole, der sagt, der ist irgendwie gut im Beeren sammeln, Pilze pflücken und so weiter und so fort. Oder Pilze sammeln, Beeren pflücken, so rum. Was für eine Arbeit braucht der dann? Also was für eine Hütte oder so? Braucht der sowas wie eine Kräuterhütte? Kann man den irgendwo einfach so Beeren und dergleichen schicken gehen? Oder was braucht der als Arbeitsplatz quasi? Das ist mir noch ein bisschen neu oder ein bisschen unklar. Vor dem Wolf erfolgreich davongerannt. Oder dich? Geh weg. Das wäre die Kräuterhütte oder Fischehütte, das ist Überlebensskill. Ah, okay. Ich dachte in der Kräuterhütte. Ja gut, man kann Tränke und dergleichen herstellen. Ja, das auch. Das habe ich soweit auf dem Schirm. Aber dachte nicht, dass das gleichzeitig auch sein wird. Die Leute sagen, sind besonders gut immer mitnehmen. Die sind meistens doppelt so gut wie die Normalos. Okay. Aber die würden ja auch in meinem Dorf bleiben, wenn sie keinen Job erstmal hätten. Würde ich behaupten. Also Hauptsache, die haben, glaube ich, ein Dach über dem Kopf. Damit sollten die schon zufrieden sein. Und jetzt habe ich doch hier... Ah. Okay. Und die ist so ein solider Allrounder, würde ich behaupten. Die wäre ganz gut in der Produktion und im... Was auch immer das nochmal ist. Erstes, ich habe es noch nicht so ganz... Axt und Spitzhacke kann sie ziemlich gut umgehen, das überrascht viele. So, warte mal, Verwaltung. Heiltränke kannst du auch gut verkaufen, die Kräuter sind kostenlos zum Sammeln dafür. Bleiben, aber brauchst eine Unterkunft, früher oder später brauchen die anderen einen Job, sonst sinkt deren Stimmung. Okay. Also unten besetzt habe ich immer noch eine Schmiede. Ja, eine Schmiede ist unbesetzt. Da wärst dann du doch gar nicht so schlecht für. Du hast doch hier Stufe 3 in Schmieden und so weiter und produzieren. Und du bist eine gute Verhandlungsfrau. Okay, bin dabei, eine Siedlung aufzubauen. Großartig, wir sehen uns dort. Verwaltung. Du bekommst erstmal ein Häuslein. Und einen Job. Du wirst des Dorfes Schmied, auch wenn ich tatsächlich gar nichts groß habe, was ich dir zum Arbeiten geben kann. Sinkt deren Zufriedenheit oder Stimmung eigentlich auch, wenn sie zwar Haus und Job haben, aber im Job nichts tun können? Da bin ich auch noch nicht so ganz drin. So, und du wärst eine gute Verkäuferin, aber ich habe noch nichts zum Verkaufen. Bis zu so einem Marktstand ist es, glaube ich, noch weit. Ja, es ist noch sehr weit bis zum Marktstand. Schade. Aber ich habe doch jemanden. Ich habe doch ja auch ein, zwei Leute, die ganz gut im Überleben sind. Mein Sohn. Haha, mein Sohn kann aber leider noch nichts. Der Wasserträger wäre ein guter Kräutersammler. Da könnte ich mal
Den könnte ich mal irgendwann austauschen gegen jemanden, der ein bisschen motivierter beim Wassertragen ist. Dann könnte ich eigentlich auch dich schon mal pauschal einstellen und mitnehmen. Eine Siedlung aufbauen. So, ich nehme dich einfach mal mit. Dann wirst du die neue Wasserträgerin. Wo haben wir sie? Hier. Muss man nicht allzu viel für können. Verwaltung und du kriegst noch eine Hütte zugewiesen. Bestätigen. Ich glaube, ich kann aus dir mal eine ganz gute Marktfrau machen lassen und du hast halt allgemein relativ gut verteilte Stats hier, finde ich zumindest. Und dann baue ich für den Baldwin hier oben mal so eine Kräuterhütte. Hab damit den Job auch mal besetzt. Aber erstmal müssen Steuern gezahlt werden. Bin hier, um meine Steuern zu bezahlen. Das sollte reichen. Wunderbar. Auf Wiedersehen. Zum Verkaufen habe ich jetzt nicht so wirklich viel Sachen. Nö. Mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte gucken, gibt es hier noch eine Quest, die man machen könnte? Jupp. Gehen wir da mal rüber und gehen nochmal mit dem Alvin sprechen. Da gibt es, glaube ich, noch so eine kleine Story-Quest. Schauen, was er uns erzählen wird. Was gibt's Neues? Lange nicht gesehen. Wie geht's dir? Du siehst traurig aus. Du wirst es nicht glauben, was passiert ist. Na los, dann erzähl es uns. Meine Hacke ist kaputt. Oh nein, ein Horror. Lach nicht, das ist wichtig für mich. Wie kann ich helfen? Naja, ich habe schon eine neue bei Falibor bestellt. Er ist ein wirklich guter Handwerker und lebt fast nebenan in dem Dorf, in der anderen Seite des Flusses nördlich von hier. Trinken. Er ist ein alter Freund meines Vaters. Mir wurde gesagt, dass Falibor damals mit dem Schmieden aufgehört hat, weil er Rückenprobleme bekommen hat. Trotzdem hilft er uns Feldarbeitern in der Gegend immer wieder dabei, unsere Werkzeuge zu reparieren. Ich habe die Hacke noch nicht abholen können, weil ich wirklich viel Arbeit habe, ja. Natürlich helfe ich gerne, hier Münzen, um die Hacke zu bezahlen. Das sollte reichen, dass ich dir die Sache anvertrauen kann. Keine Sorge, machen wir. Wahrscheinlich am Arsch der Welt, oder? Nö, ist gar nicht so weit weg. Das würde ich mal eben erledigen, wenn ich hier schon bin. Ich habe ja auch noch ein bisschen Platz in meinem Dorf und vielleicht gibt es da drüben noch jemanden, den wir brauchen kann im anderen Kaff. Den wir gleich mit einpacken können. War nicht auch meine Jägerin gar nicht so gut, kommt mir gerade. Die Bartilda. Bartilda. Wo ist er denn? Bartilda, die ist eigentlich gar nicht so. Die kann eigentlich gar nicht so wirklich was. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis die mit dem Alter besser werden. Ansonsten habe ich eigentlich alle Jobs, die ich habe, mit einem 3 besetzt. Eigentlich war ja auch meine Frau mal meine Jägerin. Und sie nur die Übergangslösung. Aber falls ich noch einen besseren Jäger finde, könnte ich eventuell die auch mal outsourcen. Wie lange dauert es denn, bis die in den Fähigkeiten hochgehen? Dauert es ein Jahr, bis das nach oben geht? Oder dauert es länger? Hängt es ab davon, was die für Werkzeug haben? Wie funktioniert da die Mechanik dahinter? Kann man da irgendwie was nachlesen dazu? Oder wird das irgendwo mal ein bisschen erklärt? Völlig random, okay. Ja, hätte ja sein können, dass ein Jahr Arbeit, keine Ahnung, einen Skillpunkt nach oben gibt oder sonst was. Okay, schauen wir bei dem Handwerker vorbei. Lupi, guten Tag, grüß dich. Also, willkommen. Hallo, Alvin hat mich geschickt, um die bestellte Hacke abzuholen. Ist ihm etwas zugestoßen, dass er jemand anderes geschickt hat? Nein, er ist nur sehr beschäftigt.
mit Arbeit, arbeite richtig und ich helfe ihm. Ach, dieser Junge, er ist ein fähiges Kerlchen, aber er schultert sich zu viele Pflichten seiner Familie alleine auf. Er scheint einfach nicht zu sehen, wie viel er selbst unnötig verbietet. Er ist noch jung und könnte so viel mehr erreichen, als nur Tag ein, Tag aus auf dem Feld zu arbeiten. Also, ist nicht nur mir das aufgefallen. Wenn du ein Freund bist, vielleicht kannst du ihm dann zur Vernunft bringen. Ich werde mein Bestes tun. Wie viel für die Hacke? Für Alvin sind es nur 90 Münzen. Alles klar, dann mache ich mich mal auf den Weg zurück. Eine Sache noch, ein Jäger, den ich kenne, ist auf der Suche nach einem Käufer für seine Bogen. Hast du vielleicht Interesse? Nein, im Moment. Nicht im Moment, aber ich werde es im Hinterkopf behalten. Danke für die Hacke. How is life treating you? Was verkauft er denn noch ein bisschen? Hat er so eine vernünftige Fackel? Ja, da könnte ich mir mal eine mitnehmen, weil ich habe keine vernünftige Fackel mehr. Ansonsten hat er nur Deko-Gegenstände, da passe ich gar nicht so. Habe ich gar nicht so nie drauf. Fackel austauschen. Ansonsten, Lupi, dir auch einen wunderschönen Freitag und alle anderen, die in der letzten Zeit noch eingeschaltet haben oder dazugekommen sind. Schön, dass ihr hier seid. Hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche bis hierher. Und seid jetzt schon in den Feierabend gestartet und genießt den grad in dieser wunderschönen Welt und Landschaft von Medieval Dynasty gemeinsam mit mir. Schön, dass ihr hier seid. Wir gehen zurück, bringen Alvin seine Hacke, damit er auch weiter seinem Job nachgehen kann. Dann wird es darum gehen, mal eine Kräuterhütte zu bauen, damit auch mein ehemaliger Wasserträger wieder eine Aufgabe hat. Und seiner Berufung. Ach, ich habe nicht geguckt, was da für Arbeiter gesessen sind. Das habe ich jetzt vergessen. Ja. Egal, baue ich erstmal die Kräuterhütte auf, damit der sammeln gehen kann. Ich glaube, es ist jetzt eine gute Jahreszeit, um mit der Art von Sammeltätigkeit zu beginnen. Die Pilze fangen an zu wachsen, die Kräuter sprießen. Da hat er dann auf jeden Fall gut was zu tun. So, mein guter Alvin. Ich habe eine Hacke für dich. Hallo, ich bin zurück und hier ist deine Hacke. Ich danke dir. Hattest du genug Münzen? Ja, Balibor hat es für dich sogar günstig gemacht und gib ihm die 30 zurück. Bin ein Netter. Oh, das ist sehr nett von ihm. Behalte die Münzen. Du hast mir schon mehr als einmal geholfen. Du verdienst sie, mein Freund. Siehst du, ehrlich, wert häufig am längsten. Und hast du dich mit Falibo unterhalten? Was gibt es bei ihm Neues? Er hatte erwähnt, dass ein Jäger, den er kennt, einen Käufer für seine Bogen sucht. Wirklich? Bist du interessiert? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie einen Bogen in der Hand gehabt. Wahrscheinlich wäre ich sowieso nicht besonders gut darin. Das weißt du nicht, bis du es versucht hast. Na los, woran wartest du? Das hat eine ganz andere Lebenseinstellung als ich. Du könntest recht haben, ich sollte darüber nachdenken. Gut, dann lasse ich dich jetzt mit deinen Gedanken alleine. Bis zum nächsten Mal. Okay, Alvins Geschichte geht dann in der nächsten Jahreszeit erst weiter. Wir machen uns zurück ins Dorf, in mein Dorf, und werden eine Kräuterhütte aufbauen, damit der neue Arbeiter was zu tun hat. Und ich glaube, meine Steinmesser sind, die Landwirtin hat, nicht genug Weizenkörner. Ich muss Weizenkörner sammeln. Zum Glück ist mir das rechtzeitig noch aufgefallen. Noch bin ich hier und kann welche kaufen. Vom örtlichen Bauern. Ich bin noch nicht so autark genug, dass es selbstständig sich alles tragen würde. You need. I've got it. Wo haben wir es denn? Weizenkörner. Puh. Ja, ich kaufe mal 30 Stück. Ich hoffe, damit komme ich dann. So viel wollte ich dann doch nicht. Naja, aber unendlich sind meine Ressourcen dann auch nicht. Irgendwann ist es sonst vorbei. Okay. Einmal durchs frisch gesäte Weizenfeld.
Oder du wirst neu anfangen müssen, weil du zu viele Fehler gemacht hast. Was denn beispielsweise? Vielleicht kann ich da aus einem von dir gemachten Fehler auch lernen, falls ich ihn nicht selber schon begangen habe. Was ist so ein Beispiel, wo du sagst, deswegen würde ich besser neu anfangen? Also es ist auch mein allererster Spielstand tatsächlich. Ich habe jetzt ungefähr, ja, glaube 18, 19 Stunden oder so in mein Dorf gesteckt und bin mega zufrieden bisher mit dem Spiel. Find's richtig gut. Oh, das ist mit der zukünftigen Angetrauten vergeigt. Ah, das ist dann natürlich suboptimal. Ich meine, es gibt auch ein paar mehr Damen in der Landschaft als nur eine, aber sollte Six nicht unbedingt mit der Frau verscherzen, glaube ich, ja. So, mein kleines Bergdorf. Kann ich schon mal gucken, wo passt denn hier eine Kräuterhütte hin? Vielleicht hier unten in dem Bereich. Aber zuerst bringe ich die Weizenkörner zur Landarbeiterin, damit die auch weiter arbeiten kann. Guck mal, ich habe dir was mitgebracht. Ich habe hier Weizenkörner dabei, 30 an der Zahl. Und noch die restlichen Kohlsamen kannst du von hier aus mitverarbeiten. Ja. Okay, dann ein Haus. Zur... Wird es zur Jagd dazu? Nein. Produktion? Auch nicht. Küche habe ich. Werkstatt 2, Schmiede. Ach, eine Näherei könnte ich irgendwann auch mal noch eine bauen. Landwirtschaft. So, was zählt's denn? Gewinnung. Gewinnung. Heute Hütte. Könnten wir tatsächlich hier so ein bisschen abseits vielleicht an den Wald packen? Da macht die sich, glaube ich, ganz gut. Hammer in die Hand. Ein paar Steine habe ich noch einstecken. Werde mir hier aber noch mehr sammeln müssen. Alles irgendwie lösbar, aber unnötig nervenaufreibend. Nutz lieber die Lernerfahrung, um es besser zu machen. Ja, das ist richtig. Das ist auch eins der wenigen Spiele, die ich bis jetzt dann noch nicht nach den ersten paar Stunden resettet habe und neu angefangen. Bin sonst auch die Fraktion, die ganz gerne Dinge neu anfängt. Also reinspielt, erstmal ein bisschen auf die Schnauze fällt und sich denkt, okay, schade, das, wenn ich vorher gewusst hätte, wäre ich schlauer gewesen, um dann nochmal neu anzufangen. Aber eigentlich mag ich es auch, wenn man ein bisschen mit dem weitermacht, was man eben schon aufgebaut hat. Holzstämme. Okay, Holzstämme und wahrscheinlich wieder Zweige. Und ich müsste natürlich Leuten noch eine Arbeit zuteilen. Ich habe einen Schmied eingestellt. Meine Schmiede ist hier. Was kann die denn herstellen? Oh, die braucht einen Hammer. Ohne Hammer kann sie nichts arbeiten. Und sie könnte Holzhammer für mich herstellen. Das wäre natürlich eine gar nicht so blöde Sache. Na gut, und dann geht es natürlich irgendwann runter bis Eisen. Aber die kann Werkzeuge herstellen. Das heißt, die könnte doch auch Steinmesser hermachen, oder? Wäre das was, was die kann? Steinmesser. Soll die mal zu 50% Steinmesser machen? Zu 50% Holzhämmer, bis ich da ein paar habe. Die selber verschleißt ja Holzhämmer. Bauen, Holzhammer brauche ich, Holzstämme dazu. Kriegt die mal 3 Holzhämmer. Und kann die nämlich das Arbeiten beginnen. Und einen zweiten Holzmenschen kann ich irgendwann tatsächlich auch mal noch ein E brauchen. Ach nee. Lass die Ressourcen hier und sammle mir mein Holz dieses Mal selber. Ich brauche sowieso noch Punkte in der Gewinnung. Laufe ich mal ein paar Meter runter wieder, damit ich mir nicht direkt die Bäume vor der Haustür wieder umhaue.
Ich finde es eigentlich auch ganz schön, wenn so ein paar Bäume optisch noch in der Nähe von der Siedlung stehen und nicht alles komplett platt gemacht ist. Da laufe ich dann lieber ein paar Meter in die Natur und hole mir da ein paar neue Bäume raus. Bis die nachgewachsen sind, die ich irgendwann mal umgebaut habe, wird es noch relativ lange dauern. Ja genau, die Arbeiter nehmen das direkt aus dem Lager raus. Das habe ich mir auch irgendwie so eine Kombination aus Learning by Doing und bau da mal so ein Teil, das ist sinnvoll, wenn du das hast, ne? Hier gelernt. Mal sammeln. Vielleicht reicht es dann langsam auch, um den Rückgewinnungsskillpunkt zu lernen. Eins, zwei, drei und vier. Mein Inventar ist zum Glück ziemlich leer. Da kann ich einiges auf einmal mit zurücktragen, ohne zu schnell zu überbelastet zu sein. Aber in naher Zukunft wird sich wohl meine Eisenaxt verabschieden. Aber nehmen sich dann die Leute auch Werkzeuge eigenständig? Also angenommen, ich habe als Auftrag hier gegeben Holzhämmer oder Steinäxte, Steinmesser, was auch immer zu bauen. Würde dann der Jäger die automatisch auch aus dem Ressourcenlager rausnehmen, wenn seine Werkzeuge kaputt sind? Ja, auch. Perfekt. Ein paar Bäume rund ums Dorf ist auch schöner, ja. Ich kenne die Map tatsächlich auch noch nicht so richtig gut. Ich bin auch gar nicht so extrem weit gekommen. Startpunkt des Spiels war meines Wissens nach diese Kreuzung hier. Also da glaube ich gestartet zu sein. Das ist das erste Dorf, wo man hier so ein bisschen seine Sachen am Anfang bekommt. Und dann hatte ich einfach nur in der näheren Umgebung geguckt, wo könnte ein guter Ort sein, um zu leben. Ich dachte mir, hier in diesem kleinen Dreieck gibt es links und rechts Wasserversorgung, weil ich zu Beginn noch nicht gewusst habe, wie ausschlaggebend wichtig das ist. Gleichzeitig dachte ich mir, das könnten zwei kleine Seen sein. Und dann habe ich mir hier dieses Stückchen hier als Land rausgesucht. Ja, es ist so ein bisschen sehr hügelig dazwischen. Es sah in meiner Vorstellung irgendwie schöner aus. Ich glaube, wenn man es ein bisschen einfacher haben will, dann gibt es, glaube ich, in dem Bereich hier eher so größere, flache Stellen. Aber mit der hier bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Ist auf jeden Fall relativ abwechslungsreich und man hat es nicht allzu weit in diese zwei Ortschaften hier. Das ist relativ mittig davon. Blöd ist es natürlich, wenn man mal dahinter müsste. Da ist man ein bisschen unterwegs, aber mein Gott, man hat es ja in der Regel nicht so sehr eilig. Ne? Man spielt ja, weil man bisschen auch gemütlich da was sein will und ich finde die Atmosphäre ist einfach total gut in dem Spiel und ich laufe hier auch einfach gerne durch die Gegend. So, ein paar Stecken sammle ich gleich noch mit. Nein, die Beeren wollte ich eigentlich nicht, weil die sind unreif. Mit unreifen Beeren kann ich nicht so sehr viel anfangen. Aber ich verlaufe mich ab und zu trotzdem noch. Aber wenn ich immer denke, jetzt weiß ich, wo ich automatisch hinlaufen müsste, wo ich wohne. Oft klappt es nicht immer. So, also ein bisschen fernab der Lande haben wir uns hier neue Ressourcen geholt. Wir trinken nochmal ein bisschen was zu essen. Sollte ich glaube ich auch noch dabei haben. Nur diese unreifen Beeren. Und ein bisschen Kräuter. Das nutzt mir gerade wenig. Ja, mit Glück genügt's. Ah, das Dach braucht aber trotzdem Stroh. Stroh ist was, was mir so langsam aber sicher wirklich ausgeht.
weiter ausgehen wird, wo ich entweder neu wieder sammeln müsste oder meine Ressourcensammelleute umschicken muss, dass sie andere Sachen produzieren. Aber mit Glück reicht's für die Hütte. Ja, das sollte genügen. Habe ich genug gesammelt, da geht's. Okay. Du brauchst tatsächlich kein Werkzeug. Das ist schön, wenn der das nicht braucht. Puh, und jetzt ist nur die Frage. Was lassen wir ihn sammeln? Und was wächst gerade überhaupt? Also ich glaube, der größte Teil dieser Pilze... Herbst im Wald, Herbst, 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 Herbst. Frühjahr im Wald, Speisemorchel. Ich glaube, von denen braucht man gar nicht so viele. Kann im Sommer. Also nur mal zum Markieren, dass ich weiß, was gerade hier gehen würde. Löwenzahn geht, weiß ich. Das geht. Gänseblümchen geht. Das geht auch. Johanniskraut geht. Und Beeren kann man zwar jetzt schon sammeln, aber die wären unreif. Nur die Frage, was macht man mit den ganzen Kräutern dann? Also tatsächlich Pilze sammeln, finde ich, ist eine gute Sache, aber halt eher im Herbst. Dann kann der da die ganzen Sachen sich zusammensammeln. Aber hier würde man sehen, was man hier hat. Trank des schnellen 1, Löwenzahn, Breitwegerich. Kann man ja irgendwann mal verkaufen. Okay, dann gehe ich ihn mal... Löwenzahn und Breitwegerich sammeln lassen. So jeweils 45% versuche ich mal, dann würde ich für 10% mal noch Trank des schnellen Heilens. Der Heiltrank, da muss ich mal noch ein Rezept dazu kaufen. Erstmal Technologie. Schmiede, Fischerhütte, Kräuterhütte. Trank des schnellen Heilens hat einen Preis von 40. Der auch. Na gut. Und dann soll er da zu 10% noch diesen Trank machen. Einmal mit Wasser hammerhölzerne Fiolen muss ich herstellen lassen. Okay, dann stelle ich erstmal dich dafür ein. Du kriegst jetzt die Arbeit des Kräutersammlers. Genau, dann haben wir bis auf den Jäger und eine Wasserträgerin eigentlich gut ausgerüstete Leute. Auch du kriegst nochmal einen Anschluss an den Weg hier. Wobei ich gar nicht weiß, ob die Wege so wirklich benutzen, aber wenn sie es würden, hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, eben auf dem Weg zu laufen. Also wenn sie es tun, wie gesagt, das habe ich noch nicht so genau beobachtet, ob die das wirklich machen oder... ob das auch einfach nur eine reine optische Angelegenheit wieder ist. Sei es wie es ist. Wir haben jetzt auf jeden Fall eigentlich zu jeder Hütte den Weg hin.
Ach ja, mir fällt ein, ich muss einen Holzhammer bauen. Um dass die Lady da überhaupt Holzhämmern bauen könnte. Also, dass mein Schmied überhaupt was macht. Das hatte ich fast vergessen. Hier, du kriegst einen Holzhammer von mir. Aber dann kann die Holzhämmer herstellen und was hatte ich noch gesagt? Holzhämmer und Steinmesser? Ah, anders gesagt, machen wir hier 25. Dass sie sich halt ihren eigenen Hammer immer mal wieder herstellt und zu 25% dann nochmal eine Axt. Mit die Verteilung für Jägersfrau und Holzfällermann funktionieren kann. Zu essen habe ich natürlich wieder nichts dabei. Meine Gewinnungsfähigkeit müsste ich doch langsam soweit sein. 466 von 500. Bald. So, und hölzerne Fiolen brauche ich noch welche. Produktion. Machen wir mal hier auf 50 runter. Hölzerne Fiole habe ich noch nicht gelernt. Muss ich mir kaufen. Technologie. Wo war das jetzt wieder? Holzbecher, hölzerne Fiole. Erworben. Hölzerne Fiole. Zu 30%. Genau. Zweimal kriegt sie das dann am Tag fertig. Das sollte genügen. Dann habe ich das, dann habe ich das. Dann geht mir langsam das Stroh aus. Bretter. Bretter habe ich mehr als genug. Bretter brauche ich gar nicht so viele. Kann ich hier in der Bretterverwaltung eigentlich ein bisschen runtergehen? Und mehr wieder in die Holzproduktion reingehen? Also ins Brennholz, mehr oder weniger Holzstamm und Brennholz. Und hier hinten bei dem Grabungsmenschen habe ich gerade gar keine Notwendigkeit mehr für Stein. Das heißt, man kann 50% mal Richtung Ton gehen und 50% Richtung Stroh. Damit auch hier die Nachversorgung oder der Nachschub gesichert ist. So, hier gibt es natürlich nur Wassereimer, was man machen kann. Da ist nicht viel mehr zum Einteilen, glaube ich. Ja. Das habe ich eingestellt und er hier sollte jetzt auch nicht nur Dünger machen, sondern er kann auch ein bisschen Tonbewurf herstellen. Solange die Ernte hier noch nicht eingefahren ist. So. Dafür braucht der Stroh, das habe ich noch einstecken, das gebe ich ihm hier. Und dann sollte der eigenständig hier arbeiten können. Okay. Gefällt mir, soweit gefällt mir. Hol mir was zu snacken. Für meinen Dude hier, damit der nicht vom Fleische fällt. Gebratenes Fleisch. Mehr als genug. Wo würden denn die Kräuter landen? Landen die Kräuter hier mit bei den Lebensmitteln, genauso wie die Pilze, oder landen die bei den Ressourcen? Lager.
Falls das jemand weiß, darf es mir gern beantworten. Je nachdem, was die beiden Sachen für Heilungstränke braucht, landen die im Materiallager, Pilze, die du essen kannst, im Nahrungsmittellager. Das heißt, ich müsste gegebenenfalls die ganzen Sachen wie hier Breitwegerich und so, wenn der die verarbeiten soll, eher im Materiallager landen, lagern, statt im Lebensmittellager vermutlich. Wieder maximal zu wenig Äste. Okay, verstehe. Obwohl ich hier auch nicht alles ausdünnen will, so ein bisschen finde ich es ja auch ganz cool, wenn hier ein bisschen was wächst. Alles würde ich nur gern so an dem ein oder anderen Punkt so ein kleines Detail mal festsetzen. Kleinen Zaun bauen. Oder ein bisschen noch einen Baum setzen und so weiter, dass es trotzdem so ein bisschen nicht ganz so nur lieblos dahingerotzt wirkt. Haben wir doch langsam schon eine relativ stabile Größe erreicht, würde ich sagen. Ich meine, verglichen mit wahrscheinlich dem einen oder anderen von euch, die hier schon deutlich mehr Stunden nochmal reingebaut haben. Ist es noch lächerlich und klein, vermutlich. Aber ich bin schon sehr stolz auf das, was hier so gewachsen ist. Und auch, dass es, glaube ich, relativ gut funktioniert, was ich hier so zusammengebaut habe. Auch wenn es noch nicht so perfekt läuft. Aber ich glaube, da ist ganz viel Learning by Doing, gerade in dieser ganzen Produktionsschiene. Was kann wer, was braucht wer, wem kann ich was in Auftrag geben, dass es dann gleich automatisch wieder verwendet werden kann und so weiter. Ich glaube, da lernt man einfach ganz viel durchs Tun. Wenn es soweit schon mal gut aussieht, bin ich ja schon ganz froh. Auch hier, glaube ich, würde ich so einen Zaun noch reinstellen. Wenn es mich stört, springe ich einfach drüber, aber so ein paar kleine Dick-Sachen immer mal mit verbauen hier. Sieht das alles einfach lebendiger aus. Wird auch jetzt nicht ganz reichen. 8, 16, 24, 32. Doch reicht sogar knapp. Hab gedacht, dass es eins weniger, eins mehr ist, als ich Stöcke habe, aber das geht sich genau aus. Weil ich auch nicht weiß, ob diese Spitze hier wirklich so hübsch dann wird, wenn es mal fertig ist, aber es ist gerade finster. Sieht man es eh nicht. Diesmal war ich relativ fit, ja. Hab mich nicht ganz aus den Latschen gehaut. Aber darf ja auch mal sein, dass ich mich nicht jedes Mal hier erschrecke. So, Fackel habe ich jetzt die bessere in der Hand. Ja, die hält ein bisschen länger. Und so ein bisschen Licht hätte ich echt gern. Dekorieren, Wand. Leuchtung. Boah, Kerzenhalter. Ist hier nichts anderes, was irgendwie Licht machen kann. Reliefs. Ja, ein paar Regale könnte ich kaufen. Aber ich hätte tatsächlich lieber gern Licht. Wieso gibt es denn nur so teures Licht hier?
Schade. Lichtsachen sind wohl sehr teuer, das heißt, ich kann eigentlich nur Feuer anzünden, wenn ich so ein bisschen Licht haben will fürs Erste. Schläft eigentlich mein Kind? Weidekorb? Nee. Ich glaube, das Kind ist einfach über Nacht verschwunden. Verschwunden und nicht mehr da. Egal, so, wir schlafen. Bis zum nächsten Tag. Und 3, 2, 1, na? Zack, da ist er wieder, der Helmut. How can I help you? Was beschäftigt dich im Moment? Ich bin in der Stimmung für etwas Schabernack. Angeblich soll das Nachbardorf heute eine Lieferung bekommen haben. Ich bin sicher, wenn ein paar davon fehlen, fällt ihnen das gar nicht auf. Aber die grünen Hühner bemerken sie bestimmt. Ja, wahrscheinlich. See you soon. See you soon too. Naja, ein bisschen lebendiger hat es das Ganze schon gemacht, würde ich sagen. Wuchert mir langsam hier so ein bisschen zu. Könnte man hier noch den Weg rüberziehen eigentlich? Aber dann würde ich die Bären dafür opfern. Und eigentlich finde ich Bären gar nicht so schlecht, wenn man die hier hat. Naja. Man muss nicht alles mit dem Weg zuklatschen, tatsächlich. Okay, was könnte ich denn noch bauen eigentlich? Was habe ich noch gar nicht? Gibt es was, was ich noch gar nicht habe? Ich habe die Nahrungsmittellager jeweils. Ich habe... Dienstleistungssachen kann ich noch nicht bauen. Eine Näherei wäre noch was. Oh. Jawohl, du Aleska, dann viel Spaß beim Pelztier wieder vom Lamm befreien. Bei mir ist es auch hier gleich nicht mehr so weit, oder geht's gleich gen Ende. Sagt in 45 Minuten geht der Kinofilm los. Und wir müssen natürlich noch hinfahren. Wir wohnen jetzt da auch nicht direkt um die Ecke. Aber zumindest so ein Projekt für das nächste hier würde ich noch hinbauen. Das heißt hier diese Nähereihütte, Schneiderhütte, die würde ich so als Rohbau hier noch hinpflanzen wollen. Doch hier gerade. So. Platzieren. Dass wir zumindest den Anfang davon gemacht haben. Brauche ich noch einen Stein? Liegt hier zufällig einer? Yep. Oh, ich brauche noch einen zweiten Stein. Liegt hier noch einer? Natürlich nicht. Schade. An einem Stein scheitert es jetzt hier, oder wie? Tatsächlich, kein Stein weit und breit hier. Also ich habe im Ressourcenlager natürlich auch ein paar liegen gehabt, aber ich dachte einfach um die Ecke liegt bestimmt noch eine. Krass. Naja gut, dann. Dann nicht. Dann muss ich doch eine aus dem Lager holen und kann gleich noch ein paar Stämme mitnehmen, wenn ich schon dabei bin. Oder auf dem Weg dorthin, besser gesagt. Holzstämme. 20 Stück mit. Und Steine waren hier auch ein paar drin. Reicht mir eine. Aber ich befürchte, ich brauche dafür auch wieder Stroh, um das Dach zu decken. Oder es ist zumindest sehr wahrscheinlich, dass ich das brauchen werde. Und da habe ich gerade keins mehr. Gut. Hallo Frau Schmieden, sind Sie hier zufrieden oder Frau? Doch Schmieden, passt schon. Also überall da, wo so ein Stamm gebraucht wird,
Kann ich den schon mal hinbauen? Und viel braucht's dann gar nicht weiter. Ja, Stecken und Stämme. Aber ansonsten sieht's doch hier schon ganz gut aus. Okay.